guten Morgen. Es folgt der Wortwitz am Klo. Ja, Entschuldigung, der ist mir gerade hier so eingefallen. Ich sitze hier nämlich am Pott. Deswegen auch die gekachelte Wand hinter mir. Ich bin hier im Badezimmer. Der Wortwitz am frühen Morgen. So, pass auf. Wie nennt man den Shaolin-Meister Zen der Kängurus? Na, na, na? Scherzantwort, das ist der Känguru. Ist doch ganz einfach. Verstehst du? Der Guru der Kängurus ist der Känguru. Ja, so. Jetzt muss ich mich fertig machen für die Arbeit und dir und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag, einen erfolgreichen Tag, einen Tag voller Spaß, Freude und Harmonie und nicht allzu viel Arbeit, dafür mehr Spaß. So, tschüss. Läuft? Ja. Hallo, liebe Menschheit da draußen. Ihr seht mich hier leicht verspätet. Wir haben jetzt 17:45 am frühen Abend. Leicht verspätet beim Kaffeetrinken. Ja, noch nicht beim Abendessen, nein, sondern beim Kaffeetrinken. Und ich gönne mir heute mal einen Schuss Milch. Pur. Gut, ganz pur nicht. Ist Müllermilch, ne? Mit weißer Schokolade. Lecker. Ja, und dazu zwei Kekse. Wenn ihr jetzt meint, das ist aber sehr spartanisch, Herr Hatzig, dann habt ihr recht. Aber es gibt ja gleich schon wieder Abendessen. Und zwar gibt es heute Reibekuchen. Ja. Reibeplätzchen. Die sind schon mal vorgewärmt und sind aber noch nicht ganz fertig. Und gleich, naja, mache ich die dann fertig. Ja, dann wünsche ich euch mal noch einen guten Appetit, wenn ihr auch noch was essen wollt. Und sonst einen schönen Abend und sage au revoir. Man sieht sich. Achtung, das Wortspiel des Tages. Das Wortspiel des Tages. Passt auf, Leute, jetzt wird's etwas kompliziert. Wie wird die kleine, dicke Selina aus Bayern, die mit dem dicken Popo, genannt, wenn sie mit ihrem Hüpfgerät in die Straßenbahn steigt? Na, na, na? Das ist dann das Trampolinchen. Verstehst du? Linchen ist der Kosename für Selina und ja, man nennt ja in Bayern immer die kleinen Mädchen irgendwas mit Chen, Ütchen oder Ingchen oder Martinchen oder eben Selinchen oder einfach nur Linchen. Ja, und ein Hüpfgerät ist ein Trampolin, ja? Und die Straßenbahn nennt man in Bayern die Trambahn. Also wenn die Selina mit dem Trampolin in die Trambahn steigt, dann ist es das Tram. Po, Klammer auf, dicker Popo, Klammer zu, Linchen. Verstehst du? Ja, bisschen kompliziert, wie gesagt, aber naja, fiel mir gerade mal so ein. Achtung, es kommt das Wortspiel am Nachmittag. Das Wortspiel am Nachmittag. Nach der Arbeit. Tja, jetzt bin ich zwar frisch geduscht, aber meine Gedanken sind immer noch schmutzig. Verstehst du? Schmutzige Gedanken. Pfui. Achtung, es kommt noch ein Witz des Tages. Der zweite Witz des Tages. Am Abend. Passt auf. Der Ehemann kommt abends von der Arbeit nach Hause, begrüßt seine Frau, setzt sich an den Tisch und fängt an zu essen. Dann spuckt er und sagt: Bah, Schatz, was hast du denn da gekocht? Ist das wieder Hundefutter aus der Dose? Und sie sagt: Ja, Schatz, ganz genau. Das ist eine Dosenspeise. Auf der Packung stand für ihren Liebling. Verstehst du? Die Frau hat gedacht, dass sie für ihren Liebling, also für ihren Ehemann, was Gutes kochen will. Und dabei war das dann Hundefutter oder Katzenfutter oder Vogelfutter oder Schlangenfutter. Ja. Guten Morgen, liebe Sorgen und liebe Menschen da draußen. Ich habe mir schon wieder gerade hier im Badezimmer am frühen Morgen für euch
das Wortspiel des Tages ausgedacht. Das Wortspiel des Tages. Pass auf. Wir haben bei uns im Betrieb eine neue Reinigungskraft. Wir nennen ihn immer Herr Frosch oder den Grünen. Warum? Weil unser Chef zu ihm immer sagt, Klammer auf, der junge Mann kennt sich noch nicht so gut aus bei uns im Betrieb. Und deswegen sagt unser Chef immer zu ihm, kehr mit den anderen. Verstehst du? Kehr mit, der Frosch. Deswegen Herr Frosch. Ja. Ach, schöne Blume, gell? Una rosa per una donna bellissima. Tja, jetzt steht die bei mir am Esstisch. Hallo Leute, bevor ich das Wichtige vergesse, hier kommt das zweite Wortspiel des Tages für heute. Der Wortwitz des Tages. Teil 2. Scherzfrage. Was sagt der kleine türkische Junge zu seiner deutschen Schwester, wenn er abends ins Bett geht und er möchte, dass sie ihm noch eine gute Nachtgeschichte vorliest? Na, na, na? Scherzantwort. Der sagt, ey, Alter, Lisbeth. Verstehst du? Lisbeth. Lies mir eine Geschichte im Bett vor. Lisbeth. Lisbeth ist ein deutscher Mädchenname. Ja, schöne Rose, gell? So, ich verabschiede mich für heute, wünsche euch da draußen einen tollen Abend und eine gute Nacht und sage mal bis morgen, weil heute Abend komme ich nicht mehr online. Tschüss!